Das kannst du haben und hast doch keine Ruhe, denn so ein bisschen Leben gehört nun mal dazu. Wär's auch nur eine kleine Sympathie, denn ganz ohne Liebe geht es nie. You know who I am, you stay. Well, I am the one who loves changing from nothing to all. He didn't even say goodbye. He didn't even take the time to lie. Bang, bang, he shot me down. Bang, bang, I hit the ground. Bang, bang. Sound bang bang, my baby shut me down. Wenn man am Theater arbeitet, dann kommt man sehr früh damit in Berührung. Und zwar deshalb, weil die Lieder aus der Zeit, also was auch die deutsche Sprache anbelangt, sind von einer ganz hohen Qualität. Es waren wirklich, also zum großen Teil jüdische Autoren, die so das Kabarett von Berlin und auch Wien und so weiter geprägt haben und überhaupt im deutschsprachigen Raum und wirklich auch von einer literarischen Qualität in der Popularmusik, was es heute nicht mehr in dem Maße gibt eigentlich. Friederike ist ja Schauspielerin und das ist für Schauspieler, denke ich, ist das eine unheimlich gute Sache, weil man kann die Lieder spielen. Es geht nicht nur darum, dass man singt und dass man irgendwie in einem Rhythmus bleibt oder so, sondern man kann spielen damit, man kann das auch auf verschiedene Weisen erzählen. Wir haben, wie wir gearbeitet haben, haben wir bei vielen Liedern unterschiedliche Interpretationen ausprobiert und uns dann irgendwann mal für eine entschieden. Aber man könnte auch das anders erzählen, also es wäre jederzeit möglich. Und das ist halt das Faszinierende an den Sachen. Und diese Brecht-Weil-Nummern, also das sind eh die besten Songwriter der deutschen Sprache, muss man wirklich sagen. Nach wie vor, also das sind kleine Opern.